Schwarz. Alle guten Daily Vlogs fangen mit einem schwarzen Bildschirm an. Dann haben wir noch ein bisschen gelacht und dann habe ich gesagt, nee, es war mein Ernst. Aber wo ist eigentlich mein Batmobil? Da sag mal einer, dass Autofahren keinen Spaß macht. Leute, macht Führerschein. Freunde, Freunde, Popoinde. Ja, also was ist heute? Ist Freitag. Und ich habe schon um 5 Uhr Feierabend fast. Ich mache natürlich noch eine Folge und lade die hoch und so. Drei Dinge sind mega an diesem Tag. Das erste ist, heute ist Freitag, glaube ich. Wollte ich das sagen? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, das zweitgeilste ist, ich gehe heute nochmal in Deadpool ins Kino. Da freue ich mich riesig drüber. Das wird bestimmt ein guter Film. Ich tue einfach so, als hätte ich ihn noch nicht gesehen. Das dritte ist, ich habe heute Zeit, mit dem R8 zu fahren. Ja, die habe ich selten. Das ist so, weil wir chackern halt die ganze Zeit. Aber, ach so, das allergeilste ist, ich nehme euch mit. Ich habe gedacht, wir fahren mal zusammen eine Runde. Wisst ihr, was ich meine? Also, Turnschuhe anziehen und dann geht's los. Ich weiß nicht, ob euch die Felgen aufgefallen sind. Es sind Winterreifen. Wir haben jetzt Mai. Ja, ich habe noch nie mal Zeit gehabt, die Sommerreifen drauf zu machen. Aber das kriegen wir schon hin. Guckt euch mal. Also ist echt schlecht. Pass auf. Das sind die Reifen hier. Boah, Sport. Irgendwas. Wie viel? Kann man das sehen? 285er! Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken. Guck mal hier, er. Wer ist er denn? Aha. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob ich hier den richtigen Schlüssel habe. Das sieht schon mal gut aus. Mahlzeit! So. Nicht so warm. Komm, ich stelle euch mal hier hin. Oh, steht da gar nicht. Zack. So. Fenster runter machen. Oh. Oh. Ah, Fuß rein. Das ist halt die Sache, wenn du so lange nicht mit so einer Karre fährst. Die rosten auch ein. Also das ist wie, wenn du lange nicht mit dem Fahrrad fährst, da rostet die Kette, aber. Also wie wenn du irgendwas lange nicht benutzt, weißt du, dann denkst du so, ach komm, schmeiß ich's nochmal an. Und auf einmal stellst du fest, ach nee, doch nicht. Also, Schlüssel erstmal hier rein. So, guck mal, im Moment leuchtet hier oben noch alles, pass mal auf. Alles am Blinken, Temperatur, was sagt die Batterie überhaupt? 16:09, stimmt das? Ja, das kommt ungefähr hin. Heute ist der 23. Ja, ich glaube, jetzt kommt das schönste Geräusch der Erde. Kann man das sehen? Ja, ne? Früher konntest du ja noch so strahlende Bilder machen. Das geht heute gar nicht mehr. Heute musst du so diese ernsthaften Gesichter, diese... Das bin ich. Mein Leben ist so scheiße. Ja. Okay. Ah, so, jetzt habe ich aber alles hier. Helmgurt, Kurt. Und jetzt... Ah, zack. So, pass auf. So legt man jetzt hier einen Gang ein. Man hat hier so einen Schaltdingsbums, so einen Hebel. Und den machst du einfach nur... zur Seite. Jetzt hast du einen Gang drin. Und dann, ja, wie bei so, also, ne, Blinker links hier und wenn dann keiner kommt, fahren wir mal los. Mann, du. Vergessen, wie cool das ist. Zack. Jetzt sind wir unterwegs. Ja, cool. Voll cool. Ja, was auch immer richtig geil ist, man wird immer, also besonders wenn man so aussieht wie ich mit so einer geilen Frisur, wird man immer an der Ampel richtig gedisst von so Leuten. Ich finde das immer kacke, wenn man mit so einem Auto fährt. Ich muss dazu sagen, ich habe früher auch nie gecheckt. Ich habe immer gedacht, da sitzen immer so reiche Penner in so einem Auto, weißt du, oder so. So hier diese Söhne, die von irgendwie Mama und Papa haben das alles bezahlt oder so. Ich glaube, es ist Neid, das glaube ich, ja. Aber ihr kriegt das ja mit, wir hasseln hier hart für so eine Karre. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich hier so eine Runde mit der Karre drehe. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe euch trotzdem lieb. Oh, aber jetzt ist hier... Also was nicht ganz so geil ist in so einem Auto, sind so Huckelstraßen hier. Au. Yo. No, Huckel. Wir fahren jetzt aber mal links rum hier. Schön. Schön. Ich würde sagen, das klingt echt nicht schlecht. Das klingt echt nicht schlecht. Fahren wir mal hier rechts so ein bisschen durch den Wald. Also so ein Auto, du kannst natürlich auch, wenn du mit dem fährst hier, ne? Dazu nicht einfach, drückst du ja nicht sofort aufs Gas. Du musst ja immer warten.
bis so ein Motor warm ist. Das dauert ja seine Zeit, ne? So, jetzt gucken wir erstmal hier. Kommt keiner. Und das Geile ist bei dem Auto, es ist auch so ein Automatik. Also, der hat ein Airtronic-Getriebe. Das heißt, wenn du willst, kannst du schalten. Hier mit so Schaltwippen. Aber wenn du nicht willst, schaltet er auch automatisch durch. Brauchst du gar nichts machen. Voll gut. Da können wir einfach so fahren. Ich hoffe, das rauscht nicht zu sehr auf der Kamera nachher. Ja, und seht ihr, man kann auch während der Fahrt den Motor beobachten. So als Beifahrer, wenn einem langweilig ist. Ja, und so cruisen wir jetzt hier erstmal eine Runde. Was meint ihr eigentlich, wie doof die geguckt haben, als ich nach einer Firma gesucht habe, die hier eine Doppelbedienung einbaut? Weil als Fahrschule musst du ja da auf der anderen Seite Pedale haben. Ne? Habt ihr mal gesehen, wie das aussieht? Guck mal hier, pass auf. Voilà. So ein Ding haben die da reingeballert. Einfach voll da reingeschraubt. Tja, naja, ist halt so. Was tut man nicht alles, um ein bisschen Spaß zu haben? Ich habe mir nämlich gedacht, als ich früher, als wir die Fahrschule aufgemacht haben, habe ich generell gesagt, komm, wenn wir eine Fahrschule machen, dann machen wir das nur so, wie ich da Bock drauf habe. Weil Fahrschule an sich fand ich immer voll herbe langweilig. Dann hängst du da hinten in der letzten Reihe und pennst voll ein, weil die da vorne nerven, erzählen immer irgendwie den gleichen Kram. Und das ist alles voll langweilig. Also habe ich gedacht, wenn wir eine Fahrschule machen, dann will ich eine coole Fahrschule haben. Und dann will ich auch ein cooles Auto haben. Ja, also haben wir uns dann irgendwann diese Karre hier geholt. Voll geil. Voll gut. Also ich habe die natürlich, konnte die nicht sofort holen. Das war so, dass wir erstmal so anderthalb Jahre haben wir gechackert, ne? Und gespart, gechackert und gespart. Und dann... Und dann bin ich zur Bank gegangen und dann habe ich gesagt, also mein Banker heißt Marc, dann habe ich gesagt, hey Marc, ich will so ein Auto, ein neues Auto für die Fahrschule holen, ne? Dann hat er gesagt, ja, mach doch. Hab ich gesagt, ja, aber ich brauche ein bisschen mehr Kohle. Und er so, ja, was brauchst du denn? Dann habe ich gesagt, ja, XY. Er sagt, wofür brauchst du das denn? Er sagt, ja, ich will mir so ein Auto holen. Er sagt, was für ein Auto denn? Dann habe ich gesagt, ja, so ein R8. Dann hat er gesagt, sag mal, bist du total bescheuert oder was? Ja, und dann haben wir noch ein bisschen gelacht und dann habe ich gesagt, nee, es war mein Ernst. Und dann sagt er, naja, müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Ja, und dann haben wir das tatsächlich auch hingekriegt und dann habe ich mir halt die Kohle von der Bank geliehen. Also ein bisschen habe ich selber gezahlt und den Rest habe ich mir dann von der Bank geliehen. Ja, und dann haben wir uns die Karre hier geholt. Voll gut. Voll gut, haben dann noch so ein bisschen umgebaut halt, seht ihr ja hier mit dieser Doppelbedienung und solche Sachen. Ja, und so hat das dann geklappt mit der Karre. Fand ich voll abgefahren. Also es ist nicht so, dass man irgendwann denkt, boah, wow, ich habe einfach so viel Kohle auf dem Konto, ich weiß nicht wohin damit, ich kaufe mir so eine Karre. Sondern ich musste auch zur Bank gehen und sagen, hey Leute, und so, ich habe da eine gute Idee, könnt ihr mir dabei helfen? Dann haben die gesagt, naja, Robby, so schlecht sieht es ja nicht aus, also... Bleiben wir dir die Kohle. Ja, so ist das passiert. Ja, und jetzt sitzen wir schon hier zu zweit in der Karre. Ja. Boah, und jetzt bin ich hier auf der Landstraße angekommen. Das ist schon nicht schlecht hier. Also, ich wohne in einer Stadt, die ist ganz nah an Dortmund dran, aber auch ganz nah am Münsterland. Und das Münsterland hat, Achtung, Landstraßen! Und das Geile an Landstraßen ist, naja, du kannst halt außerhalb geschlossener Ortschaft 100 fahren und ich zeig euch mal was Cooles. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Warte mal. Und das ist das Geile an Landstraßen. Ja. Da sagt mal einer, dass Autofahren keinen Spaß macht. Leute, macht Führerschein. So, ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen über die Landstraße ballern. Vielleicht nehme ich euch mal mit, dann könnt ihr euch das auch von draußen angucken. Und ansonsten passt auf euch auf, denkt dran, ich hab euch lieb.
Ich glaube, macht auch mega Fun. Ist wirklich, wirklich cool. Ja, also, ich baller jetzt noch ein bisschen damit durch die Gegend. Ich freue mich auf Deadpool. Und wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, Leute. Passt auf euch auf. Tschüssi. Ach, und was ich noch sagen wollte ist, ne? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Wenn so ein Vogel wie ich, ne, mir so eine Karre holen kann, dann könnt ihr euch auch alles ermöglichen, was ihr wollt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es mit einer eigenen Insel aussieht. Ich glaube auch, das ist möglich. Ganz ehrlich. Also, wirklich, ich bin kein besonderer Typ. Ich habe kein Abi. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht. Ja, ich habe die Realschule durchgezogen. Danach habe ich Kfz-Mechaniker gelernt. Danach habe ich beim Tätowierer gearbeitet. Danach habe ich in der Tankstelle gearbeitet. Danach hatte ich einen Online-Shop und habe USB-Sticks aus China importiert und hier in Deutschland verkauft. Danach habe ich auf dem Bau gearbeitet. Und dann irgendwann habe ich Musik gemacht. Und dann habe ich als Fahrlehrer gearbeitet. Und da sind wir jetzt gerade an dem Punkt. Also, ich sage euch, alles ist möglich. Egal, worauf ihr Bock habt und was für Träume ihr euch in eurem Leben erfüllen wollt. Ein bisschen Gas geben, ein bisschen den Hintern zusammenkneifen, ein bisschen sparen und dann klappt das. Ich drücke euch die Daumen, was auch immer ihr vorhabt. Also, haut rein! Liken, abonnieren. Baby! Thank you.